So, hallo zusammen. Was für ein schöner Ort, oder? Ich bin hier am Walchensee. Hier hinter uns ist gleich eine Straße. Und man hört natürlich auch das Rauschen der Wellen. Naja, ich habe mir gedacht, ich muss mal wieder ein Video zum Thema Wal machen. Krass, dass schon wieder 4 Jahre vorbei sind. Und habe mir überlegt, wie könnte ich das denn angehen? Was gibt es von meiner Seite da überhaupt noch zu sagen? Denn ich habe ja gedacht, dass der Trend eher weg vom Wählen geht. Aber natürlich jetzt so die neuesten Entwicklungen so des Jahres eben mit Trump und jetzt auch die AfD. Und da merke ich natürlich schon, dass für viele auch wieder ja, so dieses zur Wahl gehen als Handlungsoption wieder wirklich ernst genommen wird. Und ich habe jetzt überlegt, mache ich jetzt hier ein Video, in dem ich versuche euch zu erklären, wie armselig es ist, immer, sag ich mal, anderen Verantwortung für das Handeln zu geben, aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Ich muss auch gucken, dass ich mal ein bisschen meinen Bauch einziehe, weil sonst sehe ich in diesem hautengen T-Shirt einfach so fett aus. Bin ich gar nicht, das ist einfach nur nass geworden, weil ich gerade Boot fahren war. Aber macht eigentlich, was ihr wollt. Ja, das ist eigentlich jetzt schon mal die Grundaussage. Ich möchte auch gar nicht über das reden, was ihr tut oder nicht tut, sondern ich glaube, ich rede heute einfach darüber, was ich tue oder was ich nicht tue. Und vielleicht sage ich auch noch, warum. Ich werde natürlich nicht zur Wahl gehen. Für mich ist es auch so, dass das schon so weit entfernt ist, dass das für mich gar keine echte Handlung mehr darstellt. Ja? Ich kann euch ja sagen, warum. Das hat für mich in erster Linie was mit ja, einem Verständnis für Logik zu tun, hat auch mit meinem Verständnis vielleicht für das, was man Moral nennen könnte, aber es hat vor allem auch etwas mit Stolz zu tun. Ja? Und ich möchte euch mal eins sagen, bitte geht mal durch eure Stadt, bei mir in München ist es so, und schaut euch mal jetzt die nächsten Wochen diese Wahlplakate an. Vielleicht werde ich auch mal ein paar Videos machen, aber vielleicht spare ich mir auch einfach die Zeit, weil es ist einfach an Armseligkeit nicht mehr zu überbieten. Und das ist für mich so lächerlich. Ja? Gestern vom Schulz irgendwie so ein Plakat gesehen, eine Frau, die 100% leistet, sollte nicht 21% weniger verdienen. Ja? Dann hat die Linken wieder ihre gleichen Sprüche, Gerechtigkeit für alle, gegen Altersarmut. Und diese ganzen Positionen, die dort aufgebaut werden, das wäre ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, wählt mich und dann ist morgen der Walchensee weg. Ich kann es euch versprechen. Ihr könnt mir ein Kreuz geben, aber der Walchensee wird auf jeden Fall noch da sein. Und diese ganzen Versprechen, die diese Politiker machen, ich kann das einfach nicht mehr ernst nehmen. Und wenn ich das ernst nehmen würde und darauf reinfallen würde, ja, und dann da hingehen würde und so ein Kreuz machen würde, ich könnte mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich könnte mich nicht mehr im Spiegel anschauen und sagen, ja, Manuel, du bist verantwortungsvoll. Das ist wirklich für mich einfach absurd. Ja, und jetzt kommen natürlich viele, die sagen, ja, aber das mit der AfD und mit der Flüchtlingskrise und so, da muss man jetzt handeln und alles andere wäre Schwachsinn. Und ich sag's euch, es wird ein Scheißdreck passieren. Von mir aus wählt ihr alle die AfD. Die AfD wird uns nicht retten. Niemand wird mich retten können, außer ich selber. Und deswegen brauche ich nicht zur Wahl gehen. Und deswegen beschäftige ich mich natürlich auch, so gut es geht, eben nicht mit dem Thema. Und jetzt versetzt euch vielleicht auch nochmal in die Lage von diesen Politikern. Dieses, bitte, bitte, hör mir zu, Gerechtigkeit für alle. Arbeit muss sich lohnen. Die Renten sind sicher. Ihr müsst nur mich wählen. Merkt ihr nicht irgendwas? Merkt ihr nicht, dass das einfach, also eigentlich schon eine Form von schlechter Satire ist? Ja? Aber wie gesagt, das soll jeder für sich selber natürlich entscheiden. Ich würde sagen, schwingt doch nochmal ganz kurz hier so ein bisschen um uns herum. Genau, eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich musste wieder zu mir. Genau, eine Sache ist mir noch eingefallen. Und das ist eine Frage, die ich euch stellen möchte, aber beantwortet die nicht für mich, sondern beantwortet die, wenn dann, für euch selber. Und zwar, wenn ihr wirklich vorhabt zu wählen,
wenn man die wirklich vorhabt, weil ihr etwas verändern wollt, meint ihr nicht auch, dass man sich dann mit dem "Ich bin ja zur Wahl gegangen" auch wieder zufrieden gibt? Dass dieses Kreuzmachen für viele dann auch so ein Ersatz für echte Handlungen ist. Und auch ein Ersatz für echte Verantwortung. Weil dann kann ich ja wieder sagen, hey, ich habe hier denen das Kreuz gegeben, die sind verantwortlich. Und wenn die das nicht hinbekommen, also meine Schuld war es nicht. Ja, ich meine, die haben mir Dinge versprochen, die haben die nicht gehalten. Meine Schuld war es nicht. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich möchte Schuld haben für die Dinge, die ich verbocke. Und die Dinge, die ich nicht gemacht habe, die sind mir dann auch insofern egal. Ja. Genießt auf jeden Fall die Zeit. Fahrt an solchen schönen Plätzen vorbei, wie hier in diesem Walchensee in Bayern. Und ja, horcht einfach mal in euch rein, ob ihr es nötig habt, eure Stimme abzugeben. So viel von meiner Seite. Bis bald. Ciao.